So, und an der Stelle dann natürlich auch an die lieben Leute, die das bei YouTube anschauen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, wo wir beim letzten Mal hier den Drachen erlegt haben. Ja, das hier können wir jetzt, wie gesagt, ausmachen. Damit sind wir soweit durch. Und ich würde tatsächlich so ein bisschen, ja, so ein paar kleinere Quests annehmen. Ah, Riesen töten. Weiß ich nicht so. So, ich würde sagen, die vier arbeiten wir jetzt erstmal ab. Wäre so mein Vorschlag. Dafür müsste ich allerdings noch Folgendes machen. So. Wir hätten hier oben was. Einen Banditenanführer in der Nähe der Salzwassergrotte. Dann machen wir uns einfach auf den Weg. Den klatsche ich weg. Den alten Lachsnacken. Oh. Ja. Pferdchen, dich vergesse ich jedes Mal. Du liebe Schattenmähne. Oh, voll den Kloß im Hals. Ich würde ja gerne einem Weg folgen. Komme ich denn. Gibt es denn überhaupt einen Weg direkt dorthin, wo ich hin möchte? Ich meine, einerseits, wenn wir halt schon hier sind, schaue ich mal kurz auf das Schiff. Okay, die sind also nicht so friedlich gesonnen. Nicht so ganz. Weißt du, wenn sie schon ihre Waffen zu. Alter, das Pferd! Okay, die heißen alle Corsa. Sind bestimmt Geschwister. Alter, Lydia! Wie hast du den denn bitte weggemacht? So, 100 Septim. Pfeile. Ganz ehrlich, den Rest darfst du behalten. Ich wollte mich hier so ein bisschen anschleichen. Anschleichen und ein bisschen umsehen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ups. Wären die grundsätzlich friedlich gewesen oder? Das ist jetzt natürlich blöd. So, wir sind entdeckt. Keine Ahnung von wem. Ich kann hier nichts und niemanden sehen. So, hier hinten ist ganz offensichtlich schon mal nichts. Ja, wer entdeckt uns denn hier die ganze Zeit? Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Still und heimlich. Ganz vorsichtig. So, ein Tornister. Mm-hmm. 44 Septime, sehr gern. Oh, weißt du was? Die Lederstreifen können wir auch brauchen. Fellhelm. So, der hat zumindest Lydia entdeckt. Ich weiß nicht, Lydia ist nicht so gut im Schleichen, habe ich das Gefühl. So, hier haben wir wieder einen Corsa. Den ballern wir weg. Er hätte uns ja sowieso angegriffen. Stand, stand,
Naja, ich habe noch ein paar Pfeile. Also, alles gut. Und ich glaube, ich muss es doch wieder einen Ticken leiser machen. Gefühlt ist es ein bisschen zu laut geworden. Aber Skyrim ist immer so... Von den anderen Leuten, die sprechen halt irgendwie sehr, sehr leise. Ja, Barrensia haben wir inzwischen auch schon in vielfacher Ausführung. So, das Auto meiner Schwiegermutter haben sie auch an Bord. Den hier haben wir schon. So, nochmal Dietrich, Septim, ein paar Pfeile. Ja gut, eine Laute brauche ich nicht unbedingt. Ich bin nicht so der Musikalische. Wow, ein Septim. Na, das wollte ich gar nicht. Bekleidung, es war irgendeine Tunika. Tunika, Tunika. Ja, weg damit. Hier gibt es noch ein bisschen Sauferei. Und hier kann ich schon niemanden mehr sehen. Ich glaube, wir sind fertig mit dem Schiff. Habe ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, ist ja alles wirklich sehr hübsch. Kann man nichts sagen, aber... Ja, ist jetzt nicht so krass. Komme ich da nicht hinter? Ich versuche mal hier so durch die Treppe zu schauen, aber ich sehe da auch keine Kiste. Hallo, Little Lady. Schön, dass du da bist. Ja, ich glaube, hier gibt es einfach nichts Spannendes mehr. Ein sehr, sehr unspannendes Schiff, wie ich finde. Zumindest haben wir ein paar Dietriche bekommen. Sag mal. Jetzt aber. Ja, Sepp. Ich will doch den Stahlsverhinder gar nicht. Behalte ihn doch einfach in der Kiste. Ganz ehrlich. Ciao. So, da ist nichts weiter. Fellhelm, Fellschuhe. Ein Septim. Wow. Hier ein bisschen was Essen. Hier scheint es doch noch jemanden zu geben. Das war aber der letzte. So, den Schlüssel nehmen wir mit als kleines Andenken. Toll. Eine leere Schatulle. Wieder tonnenweise Bücher. Das ist das Buch. Das ist nicht der Stab. Ich meine, den Stab habe ich schon. Dann nehme ich das Buch natürlich mit. Oh, hätte ich leveln können. Na ja, egal. Keine Ahnung, was das dritte war. Ich habe es jetzt auf jeden Fall dabei. Feine Kleidung. Brauche ich auch nicht. Ich sehe gerne aus wie ein Lump. Hier. Da haben wir schon den nächsten. Sehr gut. Das Firmament. Alter, lag da jetzt dreimal dasselbe Buch? So, den Teller räume ich wieder weg. Den will ich nicht. Bäm, 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 bäm. Jetzt haben wir schon 4 von, ich glaube, 24.
So, irgendwas zu essen haben wir noch mitgenommen. Okay, soweit so gut. Silberne Halskette nehme ich mit. Können wir bestimmt verkaufen. Eine Schreibfeder und ein Tintenfass. Ja, ich habe hier niemanden, dem ich Briefe schreiben könnte. Hier haben wir noch einen Trank. Dann sollte das hier jetzt abgeschlossen sein. Ja. War nicht unbedingt so spannend, wenn wir mal ehrlich sind. Ich dachte schon, dass hier ein bisschen mehr passiert. Aber dann können wir weiter in Richtung unserer Quest. So, hier haben wir ja alles. Na dann mal los. Oh. Ja, was denn, Lydia? Oh. Ich reite jetzt erstmal hier vollkommen elegant von diesem Schiff runter. Wir machen das eben so. Und dann schauen wir mal, ob wir an unser Ziel kommen. Irgendwo in dieser Richtung. Ich glaube, da sollen wir Banditen töten. Und töten mache ich gern. Genauer gesagt, einen Banditenanführer. Ich schaue noch mal kurz auf der Karte. Wir sind auf dem besten Weg. Diese Höhle da vorne müsste es sein. Fragt sich bloß, wie einfach kommen wir da hin? Zu Pferd oder zu Fuß? So, jetzt sind wir schon sehr nah dran. Der nächste Stream ist morgen. Morgen ist Ark-Stream. Und dann der nächste ist wieder Minecraft-Mittwoch. Ja, komm, Salz nehme ich jetzt nicht mit. Ich schaue mir hier noch so ein bisschen das Schiffswrack an. Vielleicht ist hier irgendwie eine Kiste versteckt. Sieht nicht danach aus. Noch irgendwas unter Wasser? Nee. Oh, ein Nierenwurzel, den hole ich mir. Und das Pferd hat wahrscheinlich irgendwie eine Schlammkrabbe gesehen oder so. Das sind inzwischen Dinge, ich frage gar nicht mehr nach. Ja, er hat das schon, aber Arkstream ist ja erst abends. Bis dahin bin ich wieder daheim. Das ist schon so abgemacht. Mit den Aufnahmen bin ich durch, das muss ich morgen zum Glück nicht machen. Aber Stream ist dann ganz normal. So, Nummer 1 ist down. Ja, ich dachte, der läuft ein bisschen schneller. Wo läuft denn der jetzt hin? Hallo? Oh, der geht bestimmt petzen. Das ist mir ehrlich gesagt nicht so recht. Schwarzblutmarodeure also. Was auch immer das ist. Haben wir hier eine Kiste? Beziehungsweise komme ich überhaupt auf dieses leicht versunkene Schiff? Ja, komme ich drauf. Aber ist leider nichts da. Ein bisschen schade. Ihre Mehlsäcke können sie behalten. Also wirklich, was will ich denn damit? Schaue ich aus wie ein Bäcker? Schnee. Irgendjemand hat mal gesagt, ich soll Schneebären mitnehmen. Ist da jemand? Nee.
Wo ist er denn jetzt? So, hätten wir den auch. Habe ich jetzt hier in das Fass schon geschaut? Wacholderbeeren. Ja gut, warum nicht? Lavendel riecht immer sehr gut. Hier wird halt bloß Scheiße drin sein in den Äpfeln vor allem, in den Säcken. So, dann können wir uns hier oben umsehen. Ein bisschen rohes Wildbret, ein leeres Fass. Ich weiß auch nicht, warum ich da trotzdem jedes Mal reinschaue. Dietrich, Septim, Eisenpfeil. So Zeug nehme ich natürlich alles mit. Quecksilberbarren. Rolle des Rufs zu den Waffen. Stahlzweihänder nehme ich nicht. Oh, es geht da hoch, aber es geht auch unten rum weiter. Ich schaue erstmal hoch. Vielleicht können wir von da aus ein paar von den Gegnern wegsnipen. Was ja höchstwahrscheinlich bei meinem Können eher nicht funktionieren wird. Okay, das war definitiv viel zu weit oben. Sag mal. So, der ist tot. Ja, einfach so lange, wie du Zeit und Lust hast und sonst natürlich bis morgen. So, Dietrich, Septim, Eisenpfeil. Das darfst du wieder behalten. Sehr, sehr viel Wein hier unten. Man weiß es also, wie es ist, wenn man sich's gut lassen geht. Haben wir hier irgendwas unter Wasser? Ich schaue da immer ganz gern mal. Sieht aber nicht danach aus. Sonst müsste ich jetzt hier diesen ganzen Unterwassersee abkrabbeln. Ich glaube auch fast, das war bloß eine Abkürzung. Man kommt hier entlang. Das wäre dieser Weg gewesen. Haben wir hier unten noch was? Ein Pfeil. Hätte ja eine Kiste sein können. Ja gut, schaut jetzt alles nicht so sehr nach Kiste aus. Dann wollen wir mal weiter. So, zwischendurch speichern nicht vergessen. So, wo geht's jetzt hier hin? Einfach weil mir das viel zu oft passiert. Ciao. Ihr habt alle gar nichts gehört. So, Septim, Eisenpfeil. Septim und Eisenpfeil. Eine Truhe Dietrich, Gift, Septim, ja. Sonst scheint hier nur so ein kleines Schlafquartier zu sein. Hinten haben wir nochmal eine Truhe. Also wir gehen hier nicht unbedingt leer raus. Eher im Gegenteil. Aber es ist auch ein bisschen unübersichtlich, möchte ich fast meinen. Ah, Karotten. Pfui. So, was haben wir hier hinten?
Das ist, glaube ich, einfach nur so dieses Prinzip, so etwas habe ich alle Wege führen nach Rom. So, der ist weg. Dann schauen wir da mal hoch. Septime und Eisenpfeil. Ist da jemand? Nee. Was? Der hätte treffen müssen. Ja, sucht ihr ruhig. Ach Mist, er ist im Wasser. Genau das, was ich nicht wollte. So, jetzt kommt der Anführer. Hallo, wer ist da? Geht einfach hier nicht raus. Okay, wir haben einen Vorteil. Die haben sehr langsame Waffen. Nachteil ist, die machen extrem viel Schaden. Und ich bin jetzt hier halt unten. Ihr seid eine Schande für eures Gleichen. Ja, zum Glück hat man gespeichert. Also, wir wissen, wir müssen noch ein kleines bisschen mehr sneaky sein. Und es scheint auch ein bisschen lange her. Alter, warum bin ich so langsam? Ich bin nicht voll, oder? Ja, fast, aber eigentlich noch nicht. Bin immer noch da. Ja, du pass mal auf. Bevor das jetzt gleich ausartet. Gebe ich dir einfach mal Dinge. Wie zum Beispiel diesen Schlüssel. So, die ganzen Bücher. Sie wiegen zwar nicht viel, aber doch ein bisschen was. Vor allem, wenn es so viele sind. Ja, das kann ich ja wieder nicht abgeben. Großes. War mal meine, haben wir jetzt aber gerade eine andere. So, haben wir noch irgendwelche Waffen, die wir gerade nicht brauchen? Elfenbogen. Ciao. Dann sind wir jetzt eigentlich auch wieder sehr im Rahmen. Aber immer noch sehr langsam. Nun gut. Den werde ich von hier aus nicht treffen. Wir waren praktisch hier entlang, haben geschaut, ob wir irgendwas verpasst haben. Ich weiß es aber nicht mehr. Also schaue ich jetzt nochmal. Nee. Lydia, bitte. Also wir sollten schon eher ein bisschen taktisch vorgehen. Die sind nämlich, ja, allesamt nicht so ganz ohne. Wir sollten still und heimlich morden. So, der ist weg. Mist. Beruhigt euch. Ciao. Alter, er hätte treffen sollen. So, der kommt auch nicht. Und die
Die suchen jetzt halt. Habt ihr etwas gehört? Nein. Die sind direkt über mir. Doch niemand hier. Das war knapp. Ist da jemand?